Dieses Yesterchips-Projekt wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung von spielenxxl.de. Retro-Games direkt online im Browser zocken. Ungefähr wieder 5 Minuten ungescriptet und ungeprüft, also genauso wie ihr es von mir hören würdet, wenn ihr hier bei mir im Yesterchips Museum in Heimgrund wärt. Ja, und was wollen wir denn jetzt noch? Denn durch die aktive Ausstellung sind wir nun einmal durch. Ihr habt alle Geräte gesehen, die ihr momentan hier im Museum aktiv bearbeiten, beharken und bespielen könnt. Aber es gibt auch noch den passiven Teil, nämlich die Vitrine. Und hier drin liegen ein paar Gerätschaften herum, die aus Platzmangel nicht mehr aufgebaut werden können, die aber durchaus funktionsfähig wären und die es durchaus wert sind, dass man ein paar Worte darüber verliert. Beginnen möchte ich mit dem Kantholz, das hier oben drauf liegt, dem Schneider CPC 464. Und die Fans mögen mir verzeihen, dass ich 464 sage. Das hängt einfach damit zusammen, weil ich die Nummern gerne daher separiere, weil ja die 4, so habe ich mir sagen lassen, für das eingebaute Kassettenlaufwerk steht und die führende 6 in dieser Serie steht für das eingebaute Diskettenlaufwerk. Ja, und wir haben dessen großen Bruder hier ja schon in einem 5-Minuten-Video gesehen, den 6128, ne, 6 eingebautes Diskettenlaufwerk, das berühmte 3-Zoll-Laufwerk, ein Format, das sich so überhaupt nicht durchgesetzt hat. Sein Vorgänger, der erste aus der Serie Amstrad-Schneider-CPC, eben hier das Modell 464 mit Kassettenlaufwerk und mit einer beachtlichen Gesamtlänge. Deswegen, ich nenne das Ding nicht ohne Grund ein Kantholz. Wir bewegen uns hier in der Konkurrenz des Commodore C64 und alleine vom äußeren Aufbau her muss ich sagen, hat dieses Ding einen Sympathiepunkt auf jeden Fall verdient, denn wir haben eine durchaus ordentliche schreibmaschinenähnliche Tastatur, die sich gut tippen lässt. Und wir haben vor allem einen abgesetzten 10er Nummernblock. Der C64 hat sowas nicht. Und einen ordentlich angeordneten Cursor. Auch das hat der 64er von Commodore nicht. Und natürlich das eingebaute Kassettenlaufwerk beim C64 ab Werk war überhaupt nichts dabei. Datasette musste man sich dazu kaufen. Diskettenlaufwerk, die Diskettenstation 1541 damals, musste man sich für schweineteuer Geld extra dazu kaufen. Beim CPC hingegen war alles schon mit dabei. Und wenn man ihn sich im Bundle mit dem dazugehörenden Monitor gekauft hat, den grünen Monitor habt ihr in der 5-Minuten-Folge zum 628 gesehen, dann brauchte man nur eine einzige Steckdose in der Wand, denn der Monitor fungiert in diesem Zusammenhang als Netzteil auch für den Computer an sich. Ja, der 464 an sich unterscheidet sich von seinen Gesamtleistungsfähigkeiten vom bereits vorgestellten 6128 nicht sonderlich. Die 64 hinter der 4 steht, wer hätte das gedacht, für den Arbeitsspeicher. Wir haben also 64 Kilobyte Arbeitsspeicher hier drinne verbaut. Die Haupt-CPU im Inneren ist genauso wie beim 628 eine Zilog Z80 und das ganze Ding ist eine 8-Bit-Maschine, so wie es halt eben damals gang und gäbe gewesen ist. Und ja, liebe Amstrad-Fans, das hier ist tatsächlich das eintönige oder zweitönige Schneider-Modell. Das Original von Amstrad hat bunte Funktionstasten, aber Schneider, ja, typisch deutsch, wir verstehen keinen Spaß. Bei uns ist nicht allzu viel Farbe mit im Spiel gewesen. Nichtsdestotrotz hat sich der CPC vor allem bei uns auf dem Kontinent Europa sehr gut damals verkauft. Die Fanbase ist bis heute ungebrochen, was ich absolut verstehen kann, denn zu den Besonderheiten dieser Familie zählt das Locomotive Basic, ja, das Betriebssystem, die Basic-Programmiersprache, der Dialekt, der hier drinnen verbaut ist. Ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es war das beste Basic seiner Zeiten, das man hat auf einem Homecomputer bekommen können. Dort, wo man beim C64 noch mit Peek und Poke herumarbeiten musste, gab es hierfür schon entsprechende direkte Befehle, was das Ganze deutlich einfacher machte. Ja, Soundausgabe, genau, wie beim 628. Hier hinten ist ein Lautsprecher fest mit eingebaut. Ja, und weitere Leistungsmerkmale, was wir hier haben auf der Rückseite,
ein großer, breiter Anschluss für ein weiteres Laufwerk, Floppy Disk. Hier drüben haben wir die Anschlussmöglichkeit für einen Drucker, ne, Printer steht drauf. Und nicht zuletzt hier drüben ein neunpoliger User-Port, den man die Kiste entsprechend auch hat erweitern können. Und an den User-Port hat man natürlich ganz gerne mal einen Joystick angeschlossen. Hier neben eingebaute Lautstärkeregelung für den internen Lautsprecher und halt eben noch ganz klar Power on und off. Das ist es im Großen und Ganzen, der Schneider CPC 464. Wenn man ihn mit dem Grünmonitor zusammen erworben hat, dann hat es natürlich den Nachteil gehabt, dass man halt eben nur monochrome Darstellung bzw. grün-schwarze Darstellung hatte. Darf man sich aber nicht täuschen lassen, das Ding kann durchaus Farbe und zwar in einer Maximalauflösung von, jetzt muss ich wieder ablesen, 640x200 mit zwei Farben und entsprechend dann darunter niedrigere Auflösung, aber mit mehr Farben, die er gleichzeitig darstellen kann. Wie gesagt, dieses Schätzchen liegt momentan hier drinnen in der Vitrine und da räume ich ihn auch gleich wieder hin. Wenn ihr ihn aber mal benutzen wollt, fix und fertig aufgebaut, findet ihr einen 464 im Digital Retro Park in Offenbach am Main. Hier bei mir im Jesse Chips Museum, wie gesagt, nur der große Bruder 6128 in Kombination mit seinem Grünmonitor. Ja, und hier drüben, da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Ist es nicht geil? Das Yesterchips-Logo, gestaltet von Falk Heinzelmann, besten Dank an der Stelle nochmal dafür, mein lieber Falk, ein echt gewordenes, ein in die analoge Welt übernommenes Logo, zusammengebaut vom lieben Eddie. Eddie, an der Stelle ganz, ganz großes Dankeschön, eine affengeile Aktion von dir, vielen, vielen lieben Dank. Das Ding ist sowas von klasse und es ist ein absoluter Blickfang. Ich werde es jetzt versuchen, in jedes Video einzubauen und hier natürlich, wenn das Museum geöffnet hat, entsprechend jedem zu zeigen. Bis jetzt hat jeder erstmal gestaunt. Boah, Wahnsinn, was ist denn das? Wo hast du denn das gekauft? Sag ich, nee, ich habe es nicht gekauft. Ich habe ganz offensichtlich ein paar richtig, richtig tolle Fans. Es ist schön, wenn sowas passiert. Freut mich tierisch. So viel in diesem Video zum CPC 464. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dahin, Adil, ciao und bye bye.